Herzlich willkommen, ich werde euch jetzt zeigen, wie ein Pull-Request funktioniert. Ein Pull-Request kommt in dem letzten Schritt einer Entwicklung eines neuen Features. Wir haben hier unseren Main-Branch, dann haben wir den Entwickler, der den eigentlichen Code entwickelt. Der Entwickler committet dann mehrere neue Changeset in sein Development-Branch. Und wenn er entschieden hat, okay, das Feature ist fertig entwickelt, will er jetzt dieses Code Review einhalten. Es funktioniert so, dass der Entwickler einen Merge Request an einen weiteren Entwickler schickt. Das funktioniert in GitHub, das werde ich euch gleich zeigen. Dieser andere Entwickler führt dann diesen Code Review durch, dann kann er entweder die neue Änderung anfordern oder er kann dann sagen, okay, alles ist richtig entwickelt worden. Und dann führt dieser Reviewer diesen eigentlichen Merge in den Hauptbranch durch. Das werden wir jetzt durchführen. Das Ganze sieht dann so aus. Aus dem Changeset erstellt man einen Merge Request. Dieser Merge Request erscheint dann in diesem Pull Request Tool. Dieses Pull Request Tool zeigt diesen Pull Request ebenfalls als Issue an und er kann auch als Task auf diesem Board erscheinen. So ist das Ganze integriert. So, hier ist der Code. Ich habe jetzt schon ein neues Code-Stück committed. Das ist dieses File, das New Stuff heißt. Und das befindet sich jetzt in dem Dev-Branch. GitHub sagt mir dann, es gibt hier einen neuen Commit. Willst du daraus einen Pull-Request machen? Das kann ich entweder direkt hier machen oder ich gehe auf Pull-Request an sich. Jetzt kann ich hier sagen, okay, ich bin fertig. Ich will jetzt den Review haben. Dazu muss ich jetzt hier die Branches aussuchen. Das heißt, ich suche den Branch aus, welcher dann in einen anderen Branch gemerged werden soll. Ich nehme hier meinen Dev-Branch, wo diese neuen Änderungen drin sind, und will ihn in den Main-Branch reinmergen. Und dieser Main-Branch, das ist eigentlich immer die offizielle Version unserer Software. Ich sehe jetzt, dass hier zwei Changes drin sind. Ein neues File und eine kleine Löschung in einem anderen File. Und daraus werde ich jetzt einen neuen Pull-Request erstellen. Dazu schreibe ich einfach rein, worum es geht. Also neue. Hier kann ich noch einen Kommentar reinschreiben. Hier sieht das Ganze sehr ähnlich aus wie ein Issue. Ich kann hier auch ein Review angeben. Dazu nehme ich meinen anderen Account. Ich kann hier auch Labels dazu packen, ist auch ein Enhancement. Ich ordne das auch diesem Projekt zu. Wunderbar, und jetzt kann ich diesen Pull-Request erstellen. So, jetzt schauen wir uns den Pull-Request an. Hier hat man wieder eine komplette History. Gibt es hier diesen Review-Request. So, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie das dann als Issue angezeigt wird oder wie man das mit seinem Issue verlinken kann. Ich gehe jetzt auf unseren Issue, neue Funktionalität, und hier kann ich jetzt auch Pull Requests verlinken und dort verlinke ich jetzt einfach unsere neue Funktionalität. Wenn ich auf Projects gehe, komme ich wieder zu meinem Übersicht und hier in den Cards finde ich jetzt auch den eigentlichen Merge Request, den ich jetzt auch in Progress setzen kann. So, ich werde jetzt switchen in meinen anderen Account, um diesen Code Review dann durchzuführen. Ich bin jetzt in meinem anderen Account eingeloggt. Ich habe hier die Hintergrundfarbe geändert. Das ist jetzt alles in weiß, das ist das gleiche GitHub. Jetzt gehe ich auf das Pull Request und sehe hier mir zugewiesene neue Code Review, jetzt durchführen will. Dort sehe ich dann genau, welche Changes angezeigt werden. Ganz oben sehe ich jetzt hier Add Your Review und dass ein Review von meinem anderen Account angefordert worden ist. Jetzt gehe ich auf diese Sicht und was ich jetzt hier schön sehe, ist, dass ich jede Änderung schön dargestellt kriege. Ich sehe jetzt hier genau, was in dem File geändert worden ist. Hier wurde zum Beispiel eine Zeile gelöscht. Und hier sehe ich, dass ein neues File erstellt worden ist. Ich kann jetzt hier an jeder Zeile kommentieren. Ich kann jetzt hier zum Schreiben, gute Idee. Hier kann jetzt auch jeder kommentieren. Jetzt so eine Art Chat.
aber ich werde es jetzt auch nicht weiterverfolgen. Und so kann ich alles kommentieren. Ich kann auch hier zeigen, okay, ich habe diesen File jetzt angeschaut. Passt. So. Okay, nachdem ich jetzt alles durchgeschaut habe, ist jetzt dieser Code Review fertig. Und jetzt kann ich diesen Review fertig machen. Ich kann jetzt verschiedene Sachen auswählen. Entweder ich kommentiere das nur oder ich kann sagen, okay, das passt, wir können jetzt direkt zum Merge übergehen oder ich kann wieder Änderungen anfordern. Ich approve jetzt alles und Merge will das Ganze jetzt in den Hauptbranch mergen. Jetzt taucht hier in diesem Pull Request meine Kommentare auf und mein Review. Nachdem ich jetzt alles auch approved habe, steht es mir jetzt offen, eben diesen Merge Pull Request durchführen. Merge Pull Request bedeutet, ich nehme jetzt den Changelog aus dem Development Branch, dem Dev Branch und merge das in diesen Main Branch rein. Dafür habe ich auch wieder verschiedene Optionen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ich werde jetzt einfach ganz normalen Merge machen. Das heißt, der Dev Branch wird komplett mit allen seinen Änderungen in den Main Branch rüber gemerged und dann enthält der Main Branch wieder alle Änderungen des Dev Branches. Hier kann ich jetzt diesen Merge confirmen. So, und jetzt hat sich hier dieses Zeichen geändert. Das war vorher grün, da waren zwei Pfeile, die sich noch nicht getroffen haben. Und jetzt haben wir den Dev Branch wieder in den Main Branch rüber geholt. Und jetzt bietet er mir auch an, diesen Branch wieder zu löschen, um dann Platz zu sparen, weil der komplette Inhalt dieses Branches eigentlich sich jetzt in dem Main Branch wieder befindet. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz den Code an. Wie wir jetzt sehen können, ist in dem Main Branch unser neues File auch drin. Und wenn wir auf den Issue gehen, sehen wir, dass unser Issue Hashtag 7 auch schon geschlossen worden ist, einfach dadurch, dass wir diesen Merge Request jetzt approved haben. Wenn ich jetzt diesen Filter rausnehme, der mir nur die offenen Issues zeigt, dann kann ich hier auch meine beiden Issues sehen. Einmal haben wir unseren Hashtag Issue 7, in dem ich alles dokumentiert habe, aber wir haben hier auch angezeigt den eigentlichen Pull Request, der auch fortlaufend nummeriert wird, der jetzt unter Hashtag 8 läuft. Ich gehe jetzt ganz kurz auf den Issue drauf. Dort sehe ich dann eben alles, was passiert ist. Hier, dass Sachen eben auch in diese Project auf diese verschiedenen Lanes in dem Board gezogen sind. Ich sehe hier den Change Set und dann sehe ich hier, das Ganze wurde auch geschlossen. Und hier habe ich auch den Verweis auf diesen Change Set. Zusätzlich habe ich hier den Change Set auch drin. Gehen wir kurz noch auf diesen Change Set drauf. Ist jetzt dieser neue Merge Request. Dort sehe ich alles, was hier passiert ist. Ich sehe, wer wurde angefragt für das Review, was ist passiert. Man sieht hier auch alle meine Kommentare. Wenn ich jetzt Wenn der Entwickler jetzt noch kommentiert hätte, würde es hier auch auftauchen, auch wenn ich ein Review ablehnen würde. Und dann sehe ich, dieser Pull Request wurde durchgeführt. Wunderbar. Das Einzige, was uns jetzt noch zu tun bleibt, ist bei den Projekten unsere Cards auf Done zu stellen. So, und das ist ganz kurz der Workflow, wie man Code entwickeln kann.